Hermann Schmittendorf, Kollege Wieser, herzlich willkommen in unserem Magazin. Heute sind wir wieder einmal eingeladen auf dem Gelände der Gartenbahn des Bahnenthusiasten Daniel Bär. Wir werden gleich mit dem Nikolaus unter anderem gemeinsam immer mal wieder um das wunderbare Gartengrundstück herumfahren und sicherlich viel Spaß dabei erleben. Gößnitz ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Leipzig und Altenburg, an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen. Hier lebt der Bahnenthusiast Daniel Bär. Er besitzt mehrere Lokomotiven und Bahnwagen und ist happy, denn seinem Zughobby kann er direkt vor der eigenen Haustür frönen. Das ging in 2003 bei einer Fahrt Richtung Dresden über Land und dort sah ich einen Eisenbahnenthusiasten, der das auch so schön angelegt hat, wie ich es jetzt ja auch in meinem Grundstück oder in unserem Grundstück umgesetzt habe. Hat eine schöne Pflasterung, dort stand eine NS1, ein, zwei, drei Wagen hinten dran mit einer Schranke und das hat mir sehr imponiert und ich habe mir sofort die Nummer aufgeschrieben, habe den Kollegen dann den nächsten Tag kontaktiert, gefragt, wo man denn sowas Schönes herbekäme und seine Antwort war sehr deprimierend. Ich käme 13 Jahre zu spät, sprich unsere politische Wiedervereinigung lag dort schon so lange zurück und es gäbe da nichts mehr und dass es alles nicht einfach wäre. Aber ich könnte seins kaufen, er müsste wohl von dem Grundstück runter. Und ja, das waren so die ersten Kontakte zu der Feldbahn. Durch Umwege bin ich dann nach Radeburg, habe mir dann in der Szene, bin ich dann auf Leute gestoßen, die mir das dann so nach und nach positiverweise erklärt haben, wo es doch noch was gäbe. Bin dann auf ein Torfwerk gestoßen, auf die Torfwerke oben in Norddeutschland, habe dort angerufen, habe mich vorgestellt, was ich vorhabe, im Garten so eine Anlage zu errichten. Ja, dann bin ich am Samstag früh ins Auto, bin die 500 Kilometer hoch nach Oldenburg, Kloppenburg und habe mit verschiedenen Torfwerken Termine vereinbart, habe die Schienen mir angeschaut und zum dreifachen Schrottpreis dort einen größeren Posten erwerben können. In den folgenden Jahren wuchs die Strecke an. Wir bauten noch eine Umfahrung um das Haus, vervollständigten das Gleisdreieck. Es kam in dem Jahr 2003 eine NS1 aus Radeburg. Dann habe ich über den Eisenbahnfreund Peter Erck aus Ilmenau, der mich bei meiner Suche auch sehr stark unterstützt hat, den Kontakt zu einem anderen Eisenbahnfreund gefunden, der seine Sammlung auflösen wollte. So kam eine weitere NS1, auf der ich mich auch gerade zum Interview befinde, dazu. Ein paar Sitzwagen und noch ein paar Schienen. Und so wuchs die Sammlung an zu dem doch mittlerweile beträchtigen Ausmaß von einer Dampflok, die betriebsfähig aufgearbeitet wurde in 2007. Drei Dieselloks, eine Akkulok. Im vergangenen Jahr konnte ich noch einen kleinen Schienenkuli in München käuflich erwerben. Und somit haben wir jetzt eine stattliche Sammlung. Und der Lokschuppen, der mit fast 30 laufenden Metern Schienen ausgelegt ist, platzt nun doch langsam aus den Nähten und wir brauchen neue Abstellmöglichkeiten, um die Projekte, die uns in den nächsten Jahren wohl erwarten werden, sicher und witterungsgerecht unterstellen zu können. In der Tat, solch perfekt unterhaltene Lokomotiven sollten in einer geschlossenen und eventuell heizbaren Halle untergestellt werden. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja in Zukunft der Zugriff auf das Nachbargrundstück. Natürlich geht das alles nur mit aktiver Unterstützung der gesamten Familie. Ja, den Virus konnte ich auch an meine Söhne, speziell auf den großen Lukas,
mit übertragen. Auch unser jüngster Sohn mit seinen jetzt 11 Jahren tut erfolgreich an auch unserem gestern Event, den Nikolausdampf, daran teilnehmen. Unsere Tochter ist natürlich nicht so das Eisenbahnmitglied, aber war jetzt auch mit in Polen gewesen, wo sie sich sehr darüber gefreut hat. Das war eine sehr schöne Gemeinschaft mit den anderen Feldbahnfreunden zum 27. internationalen Feldbahntreffen, welches wir in Snin dieses Jahr erleben durften. Es war eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft und tolle Gespräche und auch eine tolle Organisation seitens der Gastgeber in Snin. Wir wünschen uns, dass auch in den nächsten Jahren so es wieder sein soll, möglich ist und dass wir dort auf diesen polnischen Schienen mit unseren deutschen Loks fahren dürfen. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie so eine Fahrt auf der Bärschen Gartenbahn aussieht. Achtung, es geht los. Thomas, ich fahr mal ab. Aber nur mal, dass der Wagen weg hat. Ja. Wir passieren die Lokhalle und fahren bergab. Links zeigt sich die Sammlung von groben Loks und dazu passenden Wagen. Denn unter dem Hügel verbirgt sich ein richtiges Bergwerk. Selbstverständlich erklärt Hausherr Daniel, dass man zwar in das Bergwerk hineinfahren kann, aber Mineralien oder Kohle gibt es dort natürlich nicht. Doch unser Redaktionskollege Hermann Schmittendorf vermutet dennoch, dort könne sich ein Geheimnis verbergen. Dazu mehr im zweiten Teil dieses Berichts. Es verwundert nicht, dass Bahnfreund Daniel seine beiden Söhne ins Boot respektive in die Dampflok holen konnte. Doch was sagt die Ehefrau zu dem Bahntreiben vor der Haustür? Die Gartenanlage ist zauberhaft angelegt und perfekt gepflegt. Doch wie reagiert eine Frau, wenn sie hört, zwischen Teich und Pflanzen sollen Bahngleise platziert werden? Wo ich die erste Idee gehegt habe, mir eine Feldbahnanlage auf das Grundstück zu bauen, welches die Größe ja hat, mit fast 3.500 Quadratmeter ist das doch möglich, war sie nicht ganz so begeistert, aber ich konnte sie dann überzeugen aufgrund der Besonderheit und der Einzigartigkeit eines solchen Projektes, konnte ich sie dann Jahr für Jahr von kleineren Streckenabschnitten überzeugen. Das Ausmaß sind jetzt 420 Meter Schienen, die kreuz und quer durch den Garten führen und mit dementsprechend Weichen und Gleisdreiecken und einer sehr kurvenreichen und steigungsreichen Strecke hier zur Vollendung geführt haben. Weitere Ausbaustufen sind wohl nicht mehr möglich, weil die Grundstücksgrenzen uns irgendwo dahin gewiesen haben, wo wir jetzt stehen. Und wie schafft es Daniel, dieses sicher nicht billige Hobby zu finanzieren? Gab es einmal einen großen Lottogewinn? In meiner Hauptberufung leite ich ein kleines Unternehmen, aber das ist natürlich das notwendige Geld verdient, um so eine gewisse Feldbahnsammlung aufzubauen. Das ist zweifelsohne. Aber der zweite schwere Punkt ist, ich bin auch Mann der Praxis und mache aktiv mit, stelle nicht nur an, sondern bin auch aktiv bei der praktischen Gleisverlegung oder bei der Aufarbeitung bei der Loks, beziehungsweise habe die Kontakte und Connection, um dort für ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis solche Restaurationen darstellen zu können.
In den letzten Jahren befuhr Daniel mit seiner Dampflok immer wieder auch fremde Strecken, unter anderem auch in Polen. Was treibt ihn zu solchen Aktivitäten? Der eine Reiz ist, die Strecke, die ich hier zu Hause habe, ist sehr schön. Ist natürlich aufgrund der Größe sicherlich für den privaten Hausgebrauch eine feine Sache, aber mit, ich sag mal, einem Kreis von 200 Metern fährt man 5 Runden, hat auch 1 Kilometer, aber aufgrund der Kurven und der Gegebenheiten sind natürlich die Geschwindigkeiten sehr überschaubar. Wenn man sich dann auf richtige Strecken, und meine erste Strecke 2008, nachdem die Dampflok ihre Aufarbeitung entgegengesehen hatte und die Inbetriebnahme feierlich eingeweiht wurde, oder die Dampflok ihre Einweihung erfuhr, sind wir dann nach Ilmenau zu dem Peter Erck. Das war natürlich im Gegensatz zu meinem Garten eine bombastische Strecke mit 2,2 Kilometer Länge. Aber wie das so ist, der Mensch strebt immer nach mehr und nach höherem. Haben wir uns dann in 2011 gefreut, wo wir die 11,5 Kilometer in der Bioschlivie Seeheim fahren durften, über eine wunderschöne Strecke mit ganz zarten Steigungen, richtig wie eine richtige Kleinbahn, war das natürlich auch ein Phänomen, daran teilhaben zu dürfen. Und das ist so der Hauptreiz und natürlich auch alle anderen Strecken. Also wir waren in Cottbus, wir waren im Prizer Garten in Berlin, wir waren in Schnien, in Chemnitz über die vielen Jahre und machen einmal im Jahr auch diesen Nikolausdampf hier zu Hause, um den Menschen, die hier in der Region an dem Hobby Freude haben, die mit ihren Enkelkindern mit aus eigener Antrieb hier daran teilhaben wollen, die Möglichkeit zu geben, diese Freude mit mir zu teilen. Eine Gartenfeier bei Daniel führt sie alle zusammen. Den Nikolaus, Nachbarn mit ihren Kindern und Bahnfreunde. Speis und Trank reichen für alle. Erst füttert diese Mutter das Kind, dann unser Redaktionsmaskottchen, den Hund Ernie, und danach sich selbst. Die Tochter des Hauses versorgt derweil mit Eleganz die Gäste mit warmen Getränken. Derweil dampft unermüdlich der Sonderzug ums Haus. Ein unvergessliches Erlebnis. Vorsicht an den Gleisen. In den Pausen zwischen den Dampfzugfahrten erledigt Sohn Lukas wichtige Grubentransporte. Und sein Bruder Matteo zeigt auch, was er kann. Er fährt schon wie ein Profi. Hier verlässt erneut ein Grubenzug das Bergwerk. Was sind das bloß für ominöse Produkte, die hier abtransportiert werden? Für den Hausherrn Daniel gilt derweil das James-Bond-Filmmotto: Genug ist nicht genug. Wir haben am 10. März 2017 in Eisenberg die Dampflok von dem Klaus Wohlfahrt, welche 36 Jahre im Lokschuppen ihren Dornröschenschlaf hatte, die durften wir dieses Jahr bergen, haben die hier nach Gößnitz geholt, haben mittlerweile auch schon den Kessel abbauen können und der Fachwerkstatt zugeführt. Aktuell findet die Begutachtung und ein Kostenangebot für die Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit da und wir denken, dass wir zeitnah, ohne mich jetzt festlegen zu wollen, aber sie wird in nicht allzu langer Zeit wieder aus eigener Kraft dampfen. Es handelt sich hierbei um eine Lok Baujahr 44. Natürlich aufgrund der Arisierung durch unser Drittes Reich wurde die Firma Ohrenstein-Koppel, welche sehr jüdischer Natur war, umbenannt in die Firma MBA, Maschinen- und Warenbedarf. Und ist auch das Geburtsjahr meines Vaters 1944. Das hat noch diesen besonderen Reiz. Die Lok wird mit 50 PS ihre Leistung auf die Schiene wiederbringen. Und ist dank der Pflege von Klaus Wohlfahrt über die vielen Jahre im Schuppen in einem noch sehr, sehr guten Zustand. Und wir denken, dass die Aufarbeitung nicht so aufregend werden wird wie bei unserer ersten Dampflok, welche ich in 1000 Teilen zerlegt 2007 erworben habe. Das ist aufgrund der Größe leider nicht möglich, bei uns im Garten dort ganze Runden zu fahren. Wir können nur Teilsegmente nutzen, weil ich den Bau unserer Örtlichkeiten dann an die kleine 20 PS UMK angepasst habe. Aber ich freue mich natürlich auf anderen Strecken mit der 50 PS MBA-Lok fahren zu können, wo sie natürlich auch ihre Leistungsstärke zeigen kann, weil wir aktuell mit unserer kleinen 20 PS-Lok auf den polnischen Strecken auch beträchtliche Leistungen ziehen und was natürlich mit der 50 PS dann richtig
passt und wir nicht nur den halben Zug, sondern dann auch den ganzen Zug ziehen können. Bahnfreunde in Ilmenau und Polen werden sich freuen. Schon bald könnte auch dort Daniels neueste Erwerbung ihre dampfenden Kreise ziehen. Auf der Gartenbahn zog die Dämmerung auf. Noch immer beförderten Daniel und seine Freunde jubelnde Kinder und ihre Eltern. In Dämmerung befand sich auch unser Redaktionskollege Hermann. Doch sehen Sie selbst, hatte er Halluzinationen oder war er wirklich einem Geheimnis auf der Spur? Bestialischer Presslufthämmer zertrümmerte lustvoll meinen armen Schädel, beruhigte sich erst ob des aufopferungsvollen Aufbäumens meines wildschlagenden Herzens. Wo bin ich? Wieso ist es so dunkel? Hatte mein letztes Grubenglöcklein geschlagen und ich sehe die Radieschen schon von unten? Keineswegs, flüsterten mir einige Gehirnzellen zu, denen es gelungen war, sich aus dem Ruhemodus zu berappeln und zum Dienst zu erscheinen. Erinnerst du dich nicht? Du warst wieder zu neugierig, wolltest die Geheimnisse eines privaten Bergwerks erkunden. Da hat dir ein brutaler Bergmann die Visage poliert. Wahrscheinlich haben sie dich jetzt in einem Seitenstollen weggesperrt, womöglich unter einer Plane. Doch zum Erinnern war keine Zeit. Telefonklingeln, das hieß Gefahr. Entsorgung, Utilisator. Da, da, Entsorgung, Entsorgung. Entsorgung, sprachen die etwa von mir? Man kennt das ja vom Mafia-Film. Irgendwo ist immer eine Baugrube. Rein damit mit dem Presseschnüffler, Beton drauf und Tschüssikowski. Meine schockgefrorenen Nerven drohten als tausendfacher Splitterregen zu bersten. Jetzt bloß kein Lebenszeichen zeigen, dachte ich gerade. Da spürte ich, geht sowieso nicht. Meine Hände und Füße waren straff gefesselt. Diese Halunken! Ich war stillgelegt wie ein PKW ohne TÜV-Plakette. Auch das noch. Und jetzt? Unbarmherzig rieselte kalter Schnee durch meine Beobachtungsritze. Eine weitere Gefahr für Leib und Leben. Schließlich bin ich doch so empfindlich gegen Männergrippe. Was mochten diese teuflischen Burschen nur mit mir vorhaben? Auf der Lok saß doch Lukas. Wusste er wirklich nicht, dass er mich wie einen Sack fauler Kartoffeln hinter sich herzog? Wir fuhren und fuhren. Waren wir womöglich schon auf einem Nachbargrundstück? Klar, vielleicht waren sie alle mit russischem Urangeld gekauft. Jetzt erinnerte ich mich wieder. Uran, darum musste es hier gehen. Hatte nicht der Bergwerker am Telefon eine Atomwarnjacke angehabt? Hatte ich nicht vor meiner Ohnmacht eigenäugig gesehen, wie in diesem Bergwerk Uran abgebaut wurde? Das konnte ja nur für die Russen sein, von denen bestimmt auch die Ausrüstung kam. Und klar, beim KGB waren Prügel noch die harmlosesten Methoden, um Gegner auszuschalten. Mir schauderte, und das nicht nur wegen der Kälte. Vielleicht stand schon irgendwo der Lastwagen bereit, um mich nach Sibirien zu verfrachten oder auf eine Müllkippe. Bei denen war ja alles möglich. Ich bemühte mich, meine Mimik krass im Griff zu halten. Keine Faser des Gesichts durfte zucken, falls sie mich überprüfen würden. Schließlich war ich ja offiziell schon auf einer Wolke beim Harfespiel mit den Engeln. Vorsicht, es ging weiter! Telefonklingeln. Ich stellte mich still wie ein Mucksmäuschen.
Ah, da, da. Kuhmonwagen, Atom, Uran. Da, da. Jetzt oder nie. Titanenhafte Kräfte überströmten mich mit einem gewaltigen Ruck, befreite ich mich von den Fesseln. Naja, die Jungs hatten wohl drittklassige Plastikbinder aus der Mongolei benutzt. Man soll doch nie am falschen Ende sparen. Scheinendes Wärterhäuschen, was hast du mir zu erzählen? Ist hier etwa die ominöse Telefonzentrale? Doch warum kommt Lukas nicht zurück? Ich musste es checken. Geheimgang. Hatte ich schon mal gesagt, dass mir schauderte? Klar, ein Telefon ist auch dabei. Es wird immer mysteriöser. Ah, die Presslufthämmer. Ich hatte sie doch nicht geträumt. Das musste ich mir näher ansehen. Tastete ich mich den verwinkelten Geheimgang entlang. Im ohrenbetäubenden Lärm nach waren wenigstens 5 oder 6 Bergarbeiter beim Uranabbau. Ha! Das Atomjackett! Habe ich euch, ihr Früchtchen! Pause. Sollte ich mich zurückziehen? Der Gedanke war gerade angedacht. Da passierte mir ein Missgeschick. Björn! Raus hier nur raus. Hab ihn wohl abgehängt. Doch dann... Hey, jetzt geht's schon mal auf! Hilfe! Hilfe! Ah! 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 Hatte ich posttraumatische Soma-Störungen von den vielen Kriminalfilmen im Fernsehen? War ich auf einer Schneeflocke ausgerutscht? Oder hatte mich schon wieder ein prügelnder KGB-Atombergarbeiter in die Umnachtung befördert? Mir schwanden die Sinne, das Geheimnis des Bergwerks blieb vorerst weiter ungeklärt. Das ist alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.